ein richtiger Schauspieler muss eine Neugierde haben. Und Neugier? Neugierde? Ich weiß es nicht. Ein richtiger Schauspieler muss in sich hineinspringen wollen und dann mal so in jede Ecke reingucken. Und das auch manchmal fast auf so eine ungesunde Art provozieren, wobei ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Und Spaß daran haben, Spaß daran zu haben, alles zu erleben, und in alles reinzufühlen und dann auch ein Buch zu lesen und beim Lesen der Seiten, der Sätze zu spüren, dass diese Figur einem näher ist, als so ein Text in einem Buch es eigentlich zu sein vermag. Also sich damit auseinandersetzen und im Kino zu sitzen und wenn ein guter Film läuft, die Figur abzunehmen und alles mitzuspüren und das dann zu verstehen oder anzunehmen, eher anzunehmen. Anzunehmen und wahrzunehmen, dass vor allem das ja auch, also sich selbst anzunehmen, dass alles, was ich in mir spüre und worauf immer ich reagiere, in welch auch immer Zuständen, ich bin und das dann wieder spielerisch einzusetzen und dann auch mal die Umstände verändern und mal zu schauen, okay, was wäre, wenn ich so wäre oder wenn ich in so eine Situation geworfen werde, wobei das jetzt gerade sehr allgemein ist. Ich glaube, ein richtiger Schauspieler muss ehrlich sein. Und am meisten zu sich selbst. Und damit beginnt eigentlich alles. Und der Rest, der kommt dann automatisch. Mein Name ist Robin Leo Hoffmann und ich bin Schauspieler.